Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da krieg ich so einen Hals. Andi, wenn du in deinem Garten einen Dinosaurier grasen siehst, dann hast du was falsch gemacht bei der Zeitumstellung. Darmstadt 98 will am Samstag ja Bayern München auf den Zeiger gehen. Und mit Tabellenplatz 12 sind die Lilien ganz gut dabei. Selbst am Halloween-Wochenende spukt da bei denen noch nicht das Abstiegsgespenst. Männer, denkt ihr auch an unsere Halloween-Party morgen Abend? Wobei die größte Halloween-Party ja wieder bei der FIFA steigt. Die schrecken nämlich vor gar nichts zurück. Stefan, ich weiß, du hast null Bock auf die Party. Dann verkleid dich doch einfach als Deutsche Bahn und komm nicht. Wir werden uns auf jeden Fall schön ein paar Gruselstreifen reinziehen. Ich habe extra noch mal die letzten Länderspiele unter Hansi Flick rausgesucht. Und am Ende gibt's noch unsere WM-Partien aus Katar als besonderes Highlight. Ja, Mann, überlegst du auch noch, was du Gruseliges anziehen willst? Kleiner Tipp von mir, komm einfach nackig. Die Spieler von Schalke 04 feiern übrigens kein Halloween. Für die ist schon die ganze Saison der reinste Horror. Und in Mainz lässt Trainer Bo Svensson an Halloween seine Spieler einfach im Trikot von Tür zu Tür rennen. Macht jemand auf, heißt es nicht Süßes oder Saures, sondern Mainz, 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 Mainz. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Läuft bei dir. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.